Yes, sir. Okay, Jeet. Alles klar. Bis dann. Ciao. Dürfen wir etwas länger oder ich weiß nicht, wie ist das mit der Zeit heute Abend? Nee, um 20 Uhr haben wir eine Kindersendung. 25 Uhr sind unsere Gäste. 21 Uhr, ne? Ja. Ja, 21 Uhr. Alles klar. Okay. Machen wir. Ciao, ciao. So. So, liebe Julia, so Hallo, wie das Carsten. ausschaut, sind wir heute Abend jetzt auf Sendung. Okay. Ich darf euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen aus dem Internationalen Intuitionsinstitut aus Prien am Chiemsee. Und es begrüßen euch natürlich ganz herzlich. Julia Sonne. Ja, und ich als Carsten Steffens. Ja, und heute Abend ist wieder mal das Thema dran, was wir letzte Woche schon begonnen haben und heute fortführen möchten. Das letzte Mal war spirituelles Feng Shui Teil 1 und heute fahren wir fort mit dem spirituellen Feng Shui Teil 2. Und wir hatten euch ja letzte Woche, wenn ich mich recht erinnere, Julia, oder ich glaube, du warst das, du bist ja immer so gerne Lehrerin, du hattest, glaube ich, eine Hausaufgabe unseren Zuschauern aufgegeben, ne? Das dachte ich, darf ich vielleicht Ja, natürlich, etwas ich wollte das dann dir auch erwähnen. schon in dein hübsches Mündchen geben, also bitteschön dann. Werde die Julia jetzt also euch nach den Hausaufgaben fragen. Erst einmal einen wunderschönen guten Abend. Mir ist gerade die Wärmflasche runtergefallen. Vielleicht habt ihr das jetzt. Darf ich sie dir aufheben? Nein, das mache ich später, weil ich brauche sie jetzt nicht. Also das jetzt einfach als Einstieg. Unsere Hausaufgabe bestand darin von Feng Shui, Teil 1, spirituelles Feng Shui. Heute ist spirituelles Feng Shui Teil 2 und das werden wir auch euch etwas kommentieren. So, aber jetzt zu eurer Hausaufgabe, die wir im Übrigen auch gemacht haben. Wir haben also in jede Ecke unserer Räume geschaut, was dort sich befindet. Welche Gegenstände dort stehen, vielleicht auch welche Farben an der Wand, welche Bilder, die Ecken, gucken, was sich da angesammelt hat. Und dann haben wir euch ein Bagua, ich kann das nicht so toll aussprechen wie der Carsten, Das reicht schon. ja, es verglichen. Wir haben ja verschiedene Zonen, die nach dem ganz normalen Feng Shui eingeteilt sind, ja, wo wir auch im ersten Verlauf der Sendung gesagt haben, dass bei uns im spirituellen Feng Shui manches anders definiert wird, weil wir ja sehr individuell diese Situation des Menschen betrachten, der da halt drin wohnt. So, und jetzt die Quizfrage. Was habt ihr da alles entdeckt im Reichtumseck zum Beispiel? Das ist wo, Carsten? Wo das Reichtumseck ist, ja, wenn du da vorstehst, quasi vor deinem, Du kommst in du Eingang kommst in einen rein. Raum rein, dann ist es die linke Ecke. Die linke hintere Ecke. Die linke hintere Ecke. So, wer begrüßt uns da? Die Ilona ist da, hallo Ilona, und der Hans-Jürgen ist auch da, hallo Hans-Jürgen. Gut, die linke hintere Ecke. Ja, ich Ja, ich glaube, höre, ich wollte eigentlich jetzt von euch du wissen, hörst jetzt. ich wollte eigentlich jetzt von euch zu Hause irgendwas hier in Carsten bereitet da jetzt irgendetwas vor, was ich nicht verstehe, was Ist am nicht PC schlimm. ist. Also, aber Machen ich wir werde weiter. weitersprechen. Was hat sich in den Ecken bei euch ereignet? Welche Stühle stehen da aus Versehen? Welche Schuhe stehen da aus Versehen? Wem gehören die Schuhe? Sind es deine Schuhe? Sind es Schuhe von einem längst vergessenen Gast zum Beispiel? Ja, oder von einer längst verflossenen Liebe, die immer noch im Liebeseck oder im Reichtumseck steht oder weiß was ich? Das solltet ihr eruieren zu Hause. Also richtig euch mit, ich hätte, wir haben es so gemacht, bewaffnen mit Papier und Stift und durch die Räume einfach rauschen, um festzustellen, was in welchen Ecken vor sich geht. Und wenn man Kinder hat, hat man ja immer die tollsten Überraschungen vom Schnuller links in der Ecke über den Lutscher, der noch angekaut ist. Der Hund hat auch noch mal drüber gekaut in der anderen Ecke. Man hat also wirklich, ja, es ist sehr frei gestaltet. Ja, doch. So, und ich würde jetzt gerne das Wort an dich abgeben, weil du Ach ja? die Auflösung
wunderschönen Satz, den du mir gerade im Auto erzählt hast, als du mich abgeholt hast. Ah ja, und du hast dann gesagt, der ist aber, was hast du? Was? Ja, der ist ziemlich deftig. Der ist deftig. Ja, also ja, den muss man sich richtig... Dann muss ich ja wirklich aufpassen, ne? Ja, also dieser Satz ist kurz, würzig und... Bündig und sagt alles aus, ne? Das werden wir sehen, ob es dann auch wirklich so ist. Gut. Also ich bin jetzt ganz... Also dieses Sätzle oder dieser Satz lautet... Das sagen wir mal auf jetzt das Innenleben eurer Wohnung oder eures Hauses bezogen. What you see is what you get. Das lass mal erst. Das muss doch, es ist ein Vergnügen, Carsten. Ja, es ist ein Vergnügen. Ich wollte das jetzt nur noch einmal. Es knistern zu hören. Wir wiederholen gern nochmal den Englischen und dann wird es übersetzt. Aber genau. Wir müssen ja ein bisschen denken. Mhm. Der englische Satz heißt noch einmal. What you see. What you see. Is what you get. Is what you get. Mhm. Stopp. Mhm. Wir schweigen. Und jetzt übersetzt du what you see. Tja, was du siehst. Was du siehst. Ist das, was du bekommst. Ist das, was du bekommst. Wow. Mhm. Eine kontemplative Minute. Das ist ein Satz, der ganz schön, würde ich sagen, ist, ne? Wo man sagt, wo man ablehnen kann. Ne? Nein, das gibt's nicht. Das ist Mann. Ja? Naja. Also man kann sich da jetzt wütend ergießen über genau. Diesen Satz. Wo hast du diesen Satz denn her? Oder man kann sogar, wenn es einen gut trifft, dass man nur Satz tolle Sachen sieht. Satz hat mir ein sehr alter, weiser Feng Shui-Meister. Du musst etwas lauter sprechen, sagt der Cheat. Wir haben das schon korrigiert. Wir haben die Lautsprechereinstellung heute richtig eingestellt. Aber ich sage es nochmal, mir hat diesen Satz mein alter Feng Shui-Meister anvertraut. Ja, wer ist das? Wer war das? Das war der Professor Dr. T.Y. Jess Lim. Mhm. Wow. Genau. Der ist schon älter. Der ist schon etwas älter, aber immer noch aktiv. Ja. Okay. Das ist ein Satz, den man gerne auch in der Breitband-Esoterik verwendet. Mhm. Ja. Das ist jetzt mein klinischer. Jetzt kommt die Analyse. Naja, so möchte ich es nicht betrachten. Also der Satz ist schon mal recht nett. Mhm. Ich würde also als meinen, Einstiegssatz, ne? Ja, ich sage meinen Menschen, meinen Gästen, die uns besuchen, wenn sie mit solchen Sätzen auffahren, okay, nehmen wir zur Kenntnis, der Satz ist schön, der Satz hat seine Berechtigung, aber, und das ist jetzt das Aber, die geistige Einstellung, die eigenen lebensaktiven Gedanken sind das Allerwichtigste in jeder Situation, wo sie sich, wo ihr euch befindet. Kann man das noch ergänzen? Ich möchte immer ein bisschen Platz lassen, okay. Weil das sind markante Sätze, die man erstmal verstehen muss, auch erahnen muss, was damit gemeint ist. Wir haben uns, bitte nicht ich, ich möchte mich da auch jetzt nicht einordnen, denn dazu habe ich zu viel Lehramt oder Lehrgeld auch bezahlen müssen in meinem Leben. Und es war gut, weil ich nur daher das an mir selbst ausprobiert habe, das, was ich auch anderen Menschen weitergebe. Die Menschen neigen in der heutigen Zeit sehr schnelle Entscheidungen zu treffen, oberflächlich mit den Menschen in der Umgebung umzugehen. Was geht mich der an? Ich muss gucken, dass ich das und jenes schaffe. Der steht mir im Wege. Die heutige Welt verändert sich im Moment. Sie verändert sich dorthin gehend, dass es sowohl eine Rolle spielt, wie es den Menschen geht, oder, jetzt kommen wir aufs Feng Shui wieder zurück, den Dingen geht, die du vor dir
in deinen Räumen findest. Denn alles, was du, und das ist das, wo der Satz seine Berechtigung hat, den Carsten vorgetragen hat, was du in deinem Leben siehst oder dir begegnet, hat mit dir persönlich zu tun. Hat mit dir persönlich zu tun. Und das ist zum Beispiel ein wichtiger Satz, warum wir uns mit dem Feng Shui der spirituellen Weise sehr beschäftigt haben. Denn eine Querflöte hat nicht unbedingt mit jedem zu tun. Ein indianisches Symbol trifft vielleicht auch nicht jeden. Ein mönchisches Symbol trifft auch nicht jeden. Und daher haben wir über viele, viele Ideen, über viel Intuition, über viel Medialität, über die gesamten Lebensräume nachgedacht, Versuche gemacht, umgesetzt, auch bei anderen Menschen und Werte erhalten. So ist unser spirituelles Feng Shui entstanden, Carsten. Meinst du? Ja. Ja, weil er hat jetzt nicht aufgepasst. Ich habe schon aufgepasst. Ich habe nur ins Chat geguckt, was da drin steht. So, aber aufgepasst habe ich trotzdem. Aber ich möchte doch gerne das jetzt konzentriert machen. Ja, bitte, dann mach doch. Die Damen und Herren dürfen doch in den Chat rein. Ja, also bitte, dann mach mal weiter. Und es wäre schön, wenn ich vielleicht das zu Ende sprechen Du darf. Sprichst doch die ganze Zeit, aber bitte. Ja, aber ich meine einfach auch konzentriert jetzt mal dabei bleiben. Ich bin sehr konzentriert. Ja, das heißt, ihr könnt ruhig reinschreiben, aber die Antwort muss nicht gleich folgen, sondern ich möchte einfach erklären, dass die Ecken, die ihr jetzt untersucht habt, die zweite Hausaufgabe war wie? Eigentlich müsste sie im Fenster stehen. Ja, was ist denn mit der zweiten Aufgabe? War? Wie ist das? Wir drehen den Spieß mal um. Ihr kommt nach Hause und stellt euch mal vor, mag eure Wohnung euch? Mag dich dein Haus? Mag dich dein Hotel? Mögen dich die Menschen, die dort drin wohnen? Mögen dich die Tiere, die dort rein zufällig auch sind? Mögen dich manche Tiere zu sehr, die du nicht magst? Ameisen, die vielleicht im Sommer in der Küche krabbeln, von draußen, weil irgendwo Wasser ist? Oder auch andere Dinge. Oder auch andere Dinge. Wie steht das bei dir selbst in deiner Empfindung? Das ist die Spiritualität, dieses spirituelle Feng Shui. Wie empfindest du? Was begrüßt du für dich in deinem Leben? Was liebst du in deinem Leben? Wie stellst du dir deine Wohnräume vor, in denen du selbst atmen kannst, frei bist? Wo du gerne heimkommst und sagst, Türe zu, aufatmen. Wie sieht dein Schlafraum aus? Ist das so, wie du dich im Urlaub entspannt fühlst und sagst, ja, ich mache die Augen zu und wow. Oder ist der Schrank zu eng, aber er ist kostbar, weil er 40.000 Euro gekostet hat, du traust ihn dir nicht entfernen und so weiter. Das ist das, wo ihr durch die Hallen eures Schlosses mal hättet gehen sollen, wie das denn umgekehrt aussieht. Mag euch euer Haus, mag euch eure Wohnung, mag euch, dich, der Garten, die Bäume, der Balkon, die vielleicht jetzt wieder herausholbaren Pflanzen, Geranien oder was so auf dem Balkon wächst, oder habt ihr Blattgrün draußen?
Das wäre die Hausaufgabe gewesen. Und im spirituellen Feng Shui Teil 2, zum Beispiel hier, ihr könnt hereinrufen, gib mir mal bitte das. Das möchte ich einfach mal kurz einblenden. Achso, das hat, oh, das ist jetzt die neue Technik. So, wir schalten das mal ganz kurz rein. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ja. Nein, es scheint nicht zu funktionieren. Klappt nicht, lieber Jeet. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Also wir wollten jetzt ein Foto einblenden. Das geht mit der Kamera. Und wenn nicht, dann können wir es kurz reinhalten. Nein, ich glaube, es geht irgendwie nicht so gescheit. Gehen wir wieder auf die Kamera zurück und blenden es halt so ein. So, was wir sagten, was wollen wir denn jetzt einblenden, ist... Wenn jemand anrufen möchte, könnt ihr hier gerne hineinrufen. Das ist die 08051 9620160. Also wenn spezifische Fragen da sind, immer gerne, könnt ihr uns live erreichen unter dieser Nummer. Und dann könnt ihr uns Fragen stellen. Ich wollte eigentlich das Bild da haben. Das Bild wolltest du haben, ja. Das wollte ich haben. Das können wir auch noch einblenden. Weil das nämlich etwas ein Feng Shui ist. Das heißt, selbst Webseiten kann man mit Feng Shui machen. Ja, das ist der Hinweis auf unsere neue Website. Du musst es, glaube ich, etwas tiefer halten. Nein, höher eher, weil die Adresse auch sichtbar sein muss. So, und hier in der Ecke, wenn ich da mal gucken darf, es müsste sich hier, ich weiß nicht, ob ihr es seht, ist die Blume des Lebens um das jeweilige Porträt herum. Und das ist zum Beispiel eine, auch ein Feng Shui einer Seite. Man kann also auch Webseiten mit einem spirituellen Feng Shui von Farben, von Symbolen und ja, von Schriften, von sämtlichen Dingen zusammenstellen. Und unsere neue Webseite, die ihr eingeben könnt, die, wenn ihr die betrachtet, werdet ihr feststellen, wenn ihr auf verschiedene Seiten klickt, dass diese Symbole extra dafür ausgewählt worden sind. Also es hat alles einen sehr persönlichen Stellenwert zu uns beiden, zu den Persönlichkeiten und zu den Themen. Auf unserer Webseite findet ihr ja einige interessante Themen, sowie auch, ihr wisst, die kostenlose Intuitionsübung, die man sich da herunterladen kann. Carsten, jetzt haben wir nochmal den Satz, den ich jetzt so andächtig ein bisschen... Jetzt wiederholst du ihn vielleicht mal, weil du gerade so schön im Fluss bist, oder? Der Satz, das, was du siehst, wirst du bekommen, ist das, was du bekommst. Ich sagte, das müsste man vielleicht das Allerwichtigste ist, wie ihr selbst euch in euren Gedanken aktiv verhaltet. Und zeigt und euren Mitmenschen auch mitteilt. Und so ist das auch mit den Wohnräumen. Auf der einen Seite haben wir dieses klassische Feng Shui, das also das Bagua hat mit seinen Ecken, die wir vorgestellt haben das letzte Mal. Das ist nur eine Disziplin aus dem klassischen. Selbstverständlich, ja? Sowie auch, wir wurden am Schluss der Sendung gefragt, ob der Carsten eine astrologische Ausbildung hat, es ist selbstverständlich, hat er die. Magst du ganz kurz darüber? Das ist einfach eine der Hauptdisziplinen des klassischen Feng Shui, das ist das astrologische Feng Shui, wo halt eben einfach das Haus astrologisch berechnet wird oder auch der Wohnraum oder auch immer das Gebäude, wo die Person sich drin befindet, wo sie wohnen möchte. Und dann natürlich auch die Person selber. Und das wird dann aufeinander abgeglichen. Und dann schaut man, wo die Harmonien liegen. Das wird also ein mehr berechnungstechnisches Feng Shui, was eben eine Disziplin des klassischen Feng Shui ist. Was mich daran damals fasziniert hat, wie ich es vor 14 Jahren kennengelernt habe, da hast du bei mir das mal gemacht, eine Berechnung, die sehr kompliziert war und zeitaufwendig, dass es Häuser gibt wie ein Sonnenhaus, ein warmes Haus und die Person
ist, ob die ein Sonnentyp ist oder eher ein kühlerer Typ ist. Ja, das ist eine Geschichte, die man halt eben, wie soll ich sagen, das würde jetzt den Rahmen sprengen, das alles zu erklären. Ja, aber das ist wichtig. Das hat ja halt wahrscheinlich die Elementelehre, die halt eben damit zugrunde gezogen wird, die halt natürlich in das gesamte klassische Feng Shui mit einfließt. Das sind halt einfach Kriterien, die halt eben berücksichtigt werden und die dann halt eben auch bei der Berechnung oder beziehungsweise bei der Beratung ins Kalkül gezogen werden und aufeinander abgestimmt werden. Das hat mit dem Horoskop zu tun, das hat mit dem Geburtsdatum zu tun, das hat mit der Lage des Hauses zu tun. Und so kann man, ich sage jetzt vom klassischen Feng Shui, vergleichen, ob die Person, die mit ihren Geburtsdaten da ist, in dieses Haus, in diese Räumlichkeiten passt. So. Ja, oder sagen wir mal, wenn es nicht ganz so gut passt, dann kann man das auch dann etwas angleichen. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo es wirklich schwierig ist. Ne? Ja, aber hier sind wir ja da, dass wir das spirituelle Feng Shui als Brücke nehmen, dass wir selbst in solchen Häusern, die also jetzt nicht ganz so passend sind, aber von der Wohnsituation im Moment nichts anderes sich bietet. Ja? Genau, da kann man solche Situationen nehmen. Gibt es, dass man in Wohnräumen wohnt, wo man sagt, ja, es ist schön, aber wenn du schon mal in München warst, ob du da die passende Dreizimmerwohnung bekommen hast, ne? Und so weiter. All diese Wohnungsnot und die Wohnung, die selbst so dann da ist und die Kriterien kann man verbessern durch dieses wirkliche Feng Shui, was spirituell ist. Denn letztens hat sich unsere Studie oder die Arbeit immer so bewiesen, dass die Menschen, die zwar manchmal in beengten Räumen wohnen, irgendwo, sage ich jetzt ganz klein, wenn es noch so aussichtslos war, immer ein Funke der Hoffnung doch durch dieses spirituelle Feng Shui zum Vorschein kam. Das ist das, was wir das letzte Mal euch versucht haben, noch mitzuteilen, ja, ob es gelungen ist. Der eine hat es vielleicht noch parat, dass das spirituelle Feng Shui sich in der tiefen Meditation, in der tiefen Intuition, die Intuition ist die Brücke in den siebten und achten Lebenssinn und in die Medialität, die dahinter ist. Ich nenne es Wissenspool. In diesem Wissenspool das zum Vorschein kommt, was den Menschen verbindet mit seiner jetzigen Wohnsituation. Das ist das Allerwichtigste. Was verbindet dich im Moment mit deiner Wohnsituation? So, und wenn dieser Ring geschaffen ist, diese Verbindung eruiert ist, warum du in dieser Wohnung oder in diesem großen, viel zu großen Haus wohnst, wo du sagst, um Gottes Willen, ich möchte so gern Mitbewohner haben und findest keine. Es gibt ja auch den umgekehrten Fall, ja. Alleinstehende Dame mit Stützen und Krücken im Rollstuhl hat Lebenspartner schon lange verloren und muss das ganze Haus ganz alleine beheizen. Also da gibt es ja auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Und auch das hat alles einen Grund. Und wenn man diesem Grund durch diese tiefe Intuition, ich sage weiter Medialität, auf den Grund gegangen ist, erhält man die sofortige Lösung. Lösungen mit individuellen Symbolen, wie das Haus, die Wohnung, der Wohnbereich belebt wird, sodass auch das Haus mit einem oder die Wände mit einem kommunizieren. Wie können Wände mit einem kommunizieren? Ja, das ist dein Spezialgebiet, ne? Ja, wie können Wände mit einem kommunizieren? Das geht ganz einfach, indem dass man diese Substanz, die ja schwingt, um uns ist ja alles lebendig. Das sind ja Mini-Teilchen, die ja immer in Bewegung sind. Und sie haben ein Bewusstsein in der Wand. Es ist ein Bewusstsein. Wie ist dieses Haus gebaut? Mit was ist es gebaut worden? Wer hat es denn ins Leben gerufen? Und warum ist es entstanden? Ja, das ist alles mit in den Gemäuern, speziell in antiken Gemäuern vorhanden, wer drin gewohnt hat, wer ist drin geboren, wer ist gestorben, wer hat gelebt. Alles das sind Schwingungen, alles das sind Schwingungen, die in das Gemäuer sich mit einbinden und eine Gesamtfrequenz ergeben. Ich denke daran, es gibt ja viele Schamanen auch, die sagen, wir müssen es ausräuchern, wir müssen es energetisieren, wir müssen die Dinge frei machen. Das muss nicht immer mit Räucherwerk gemacht werden, sondern das geht ganz einfach auch mit Meditation, mit Verbinden und mit Frieden. Ja, mit Frieden schaffen, denn letztlich wollen die Menschen alle in den Frieden, in die Harmonie.
Ich guck mal und frage mal den Carsten, weil ich glaube, ich habe jetzt zwar diese wundergute Brille, aber ich kann es immer noch nicht in dem Chatfenster lesen. Es ist zu klein. Vielleicht ja, Julia, hast du da und Adler. Julia und Ilona haben sich jetzt ein bisschen ausgetauscht. Die Ilona hat halt eben gesagt, sie möchte halt, soweit ich das verstanden habe, eine Brief- oder Postsammlung aus irgendeiner Ecke entfernen. Nee, genau. Das ist, ich weiß nicht, wer ist das denn hier? Das ist Ilona. Nee, das ist Jürgen ist da, glaube ich, auch noch mit drin. Ja, weil das ist so grüne, das grüne. Kann man jetzt schlecht lesen. Dieses Fenster, was eigentlich für diese Folie war, das hatte ich mit dem G-Tat eingestellt. Vielleicht kann man das Fenster ja ein bisschen. Aber leider hat das eben aus verschiedenen Gründen jetzt nicht so gut geklappt, wie ich mir das gedacht hatte. Ja, jetzt habe ich die Brille. Das ist so klein und jetzt ist schon mal besser. Warte mal, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das ein bisschen vergrößern können, das Ding. Wenn ich das mal vorlesen darf. Die Ilona, dein Reichtum ist deine Postsammlung. Nein. Vielleicht liegt dein Reichtum in den Kontakten zu diesen Menschen. Wer hat das gesagt? Der Jürgen 889. Das könnte doch durchaus sein. Schau mal, das ist doch schon ein schöner Tipp, Ilona. Ilona, zum Teil ja, Jürgen, doch da darf einiges weg, denn ich habe die Angewohnheit, dort alles zu stapeln. Ilona, ist das denn in der Reichtumsecke? Das müsste sie jetzt erstmal rausfinden, ob sie das jetzt eruieren kann, in welcher Ecke das war. Das muss man schauen, während Jürgen schreibt. Vielleicht, das muss man genauer anschauen. Erstmal muss man schauen, in welcher Ecke sich das jetzt befindet. Und was es ist. Und was es genau ist, was für eine Bedeutung es hat. Ja, sagt die Ilona. Die hat und dann viel kann Post man, da drin. Und dann kann man das einfach, ja. Ich glaube, dass das schon für die Ilona auch richtig ist, wenn man manchmal sehr lange solche Sachen aufhebt, die dann eventuell schon nicht mehr aktuell sind, die einen dann eher halten oder binden an eine Vergangenheit, die man vielleicht jetzt dann gar nicht mehr so leben möchte. Ne? Das gibt immer unterschiedliche Gründe. Gut, aber das muss man immer ganz genau anschauen. Ich finde den Hinweis vom Jürgen gar nicht so übel, sondern das ist einfach ein Hinweis, wo man sagt, jo, vielleicht hat ja vielleicht mit diesen ist es Kontakten, ja in der Ecke hilfreiche Menschen und Freunde. Nein, es war Reichtum bei Ilona, dass das meinte, ja, dass das vielleicht ein Hinweis ist, wenn du die Briefe anschaust, wenn du die Kontakte mobilisierst, inwieweit das dich bereichert. Es muss ja nicht immer materiell sein, sondern es kann ja auch eine Bereicherung der Seele sein, der Kontakte, die wiederum sich spiegelt in der Ecke der menschlichen, hilfreichen Menschen zum Beispiel. Ja, wenn du jetzt die Ecke guckst, was liegt in den hilfreichen Menschen? So heißt das, ne? Die das Ecke. Ist meine Ecke, ja. Was sich denn da verbirgt, was sich da versteckt. Und vielleicht kommuniziert zum Beispiel die eine Ecke mit der anderen Ecke. Hochinteressant. Das wäre Hausaufgabe gewesen. So, jetzt gebe ich mal ab an den Carsten. Hat er denn noch eine Idee? Ja, was hast du denn jetzt gerade, du hast quasi diese Wände nochmal besprochen. Die ein Bewusstsein was, haben. Was finde ich auch noch sehr wichtig ist, was man anfügen kann, also auf diesen Satz, um nochmal darauf zurückzukommen. Julia hat gesagt, dass das Wichtigste die Gedanken sind. Die eigenen Gedanken. Die eigenen Gedanken geknüpft zum Beispiel an die Gefühle, die damit verbunden sind. Und jetzt kommt das, wenn man das in Bezug setzt auf die Dinge, die man quasi um sich hat, und wird durch den Blickkontakt unter Umständen ständig wieder an diese Dinge erinnert. Und da laufen dann natürlich auch Gedankenmuster ab. Ja? Und es werden eventuell auch Gefühle geweckt. Und das ist wichtig, dass man sich dessen bewusst wird. Ilona, welche Gefühle werden denn geweckt, wenn du ein paar Briefe da rausziehst und anschaust? Das musst du uns jetzt nicht ganz sagen, aber tolle Gefühle oder weniger tolle, das kannst du ja reinschreiben. Ne? Das ist das, was Carsten meint. Ja? Das ist halt das, was diese Dinge, was die in uns bewirken. Das muss ja, das, wie soll ich sagen, das, was das Ganze interessant macht oder auch zum Leben erweckt, ist, dass man, wenn man es ständig anschaut, jeden Tag. Unbewusst. Es geht dann den Kaffee trinkt, es geht, hinschaut, ich es muss das noch machen, der Zug geht in der Viertelstunde. Es geht dann irgendwann einmal ins Unterbewusstsein. Ja. Und man ist sich dessen nicht mehr bewusst. Und wenn man auch diese ganzen Ecken mal ein bisschen anschaut, ich habe es letzte Woche schon gesagt, banales Beispiel, Partnerschaftsecke steht ein Fernseher oder wo halt ständig Krimis angeschaut werden oder ist es eine Szene eines Bildes, ein Kupferstich, Kriegs, irgendwas, Szenerie. Und dann wundern sich halt die Leute, wenn es halt eben in der Partnerschaft öfters mal gewittert und donnert oder Dinge passieren, die halt eben nicht so erfreulich sind. Weil du gerade die Partnerschaftsecke
betrachtest und das gesagt hast, wenn ihr aufräumt in der Partnerschaftsecke, die kann man kräftigen. Und um das geht es ja heute auch, dass wir einiges euch vorstellen, wie man solche Ecken aufräumt. Man räumt sie schlicht einfach auf und gestaltet sie. Jetzt kommt unser spirituelles Feng Shui. Nicht mit, also ich sage jetzt einfach, man gestaltet es mit persönlichen Dingen, die man, ich sage das jetzt ganz primitiv, lieb hat. Man hat die persönlichen Dinge lieb. Ja, man hat sie ins Herz geschlossen. Und das ist zum Beispiel jetzt von mir zu Hause. Ich habe diesen Kerzenständer einfach lieb. Das ist ein Herz. Ich habe es für euch, vielleicht soll ich es mal... Du kannst es ein bisschen neigen. Ja, aber wenn ich es neige, fließt das Wachs raus, weil ich die Kerze eben da habe. Ich weiß jetzt nicht. Das glaube ich. Soll ich es mal halten? So. Nee, ich will das nicht über den PC. Das wäre vielleicht nicht ganz so gut. Ja, also das ist nochmal ein Kerzenständer aus einem Herz. Und wenn ich da eine Kerze rein tue, dann schimmert das Glas eben rot, ja, wie ein Herz. Und wenn man dieses zum Beispiel in diese Partnerschaftsecke hineintut und man nimmt ein Foto dahinter aus Glas, also halt ein ganz normales Foto von demjenigen, den man lieb hat, oder von den Menschen, die man sehr gerne hat, oder von seinem Kind, oder von seinem Partner, oder auch von sich selbst, ja, dann kannst du hier schon ganz einfach mit diesem Feng Shui, mit diesem spirituellen Feng Shui, weil du einen Bezug hast zu deinem Bild, zu dem, was du gerne hast, die Partnerschaftsecke beflügeln, ja, aktivieren, sie schwingt, sie ist dann in Aktion mit ganz wenig Material. Oder zum Beispiel, drum, ich sage ja, ich habe ein bisschen was mitgenommen. Carsten, vielleicht kannst du das ins Bild halten. Das ist, denke ich, jetzt ganz gut sichtbar, diese Muschel. Ja, aber das muss ein Bändchen sein. Weil, ja. Ah, lass mal gehen, lass mal gehen. Lass mal. So, das muss schwingen. Ja? Das ist diesmal aber die Muschel nicht mehr. Das ist mal egal. Das ist zum Beispiel ein Strohfaden. Warte mal. Ja, ein Strohfaden, so ist gut. Was durch eine Muschel geht. Und diese Muschel ist zum Beispiel selbst am Strand gefunden worden von einem Besuch, der dieses dann zum Beispiel meinem Sohn geschenkt hat. Ja? Das ist also ein Mitbringsel, ein ganz persönliches. Und dieses, jetzt, Carsten, kannst du übernehmen, bitte? Und dieses ganz persönliche Mitbringsel kräftigt diese Freundschaftsecke zum Beispiel. Ja? Dann haben wir zum Beispiel so Dinge, ich habe das wirklich jetzt reduziert auf ganz einfache Dinge, die wir haben im Haushalt, die wir selber herstellen können. Und die auch, wenn ihr Kinder zu Hause habt, die Kinder noch viel, viel besser schmücken können und auch Leute, die Zeit haben und die Muße haben am Basteln. Wenn wir ein einfaches Marmeladenglas nehmen, ja, können wir dieses Glas mit Inhalten füllen vom letzten Spaziergang zum Beispiel. Ja. Letzten Spaziergang, Carsten, ist das hier. Es ist Frühling. Ich kann das nicht so sehen. Entweder mit der Moment, ich schaue es mal, die Brille ist. Ja, das geht schon. Da muss ich so, vielleicht könnt doch ihr, die jetzt, lieber aufsetzen. Jetzt habe ich da zwei Brillen. Könnt ihr das sehen? Weil dann kann ich drüber schauen. So. So, jetzt drehe ich das einmal wenig. Hast du das im Bild? Jetzt ja, hat das. Ah, also jetzt sehe ich es, weil wir, also das mit der also Brille ein ist. Stein. Okay. So, mit der besser hier. Darf ich? Bitte? Dieser Stein sieht aus wie ein Amselei. Ja, das haben wir also auf einem Spaziergang gefunden im Wald, der lag im Fluss, ja, ein Hund sprang drüber. Das hat alles eine persönliche Beziehung. Und wenn ich jetzt hergehe und ich gehe in die Meditation, in die ganz einfache, übrigens meditieren ist in jeder Haltung möglich, im Sitzen, im Liegen, im Stehen, sogar im Gehen. Das findet ihr wieder hier. Ja, das könnt ihr euch bitte anschauen, wieder auf unserer, die neu zugeschaltet haben, auf unserer neuen Webseite, Internationales Intuitionsinstitut, Julia Sonne, Carsten Steffens. Da könnt ihr euch durchklicken und da findet ihr auch Anleitungen. Die Meditation, die ich lehre und die ich zeige, ist nach meiner Methode entstanden, eine sehr einfache Methode, eine lebendige Methode und sie führt in die Intuition. Und jetzt kommen wir wieder zum Stein. Ich kann mit diesem Stein eine Verbindung herstellen in der tiefen Meditation, sodass er mir in den Gedanken vermittelt, was für mein Leben wichtig ist, an was mich dieser Stein erinnert.
Ja, wir kennen alle die Sendung Dankesstein. Ja, vielleicht nehmen wir als Symbol des Dankes, vielleicht nehmen wir, das ist zum Beispiel für mich ein ganz wichtiges Symbol der Neuentstehung, der neuen frischen Gedanken. Ja, und deshalb ist der bei mir in der Ecke des Wissens zum Beispiel. So, und diese Marmeladengläser, wenn die eben gut ausgewaschen sind und man könnte sie jetzt mit einer Hinterglasfarbe schön anmalen durch Kinder, hat es wieder einen Touch. Und da kann man zum Beispiel in der Reichtumsecke ein paar Münzen reintun, Geld reintun oder was einem wertvoll erscheint, Schmuck reintun und in die Reichtumsecke einfach stellen. Tja, und der Carsten wird dann vielleicht auch später so ein paar nützliche Dinge sagen, was sich gerne mit dem Reichtum verbindet. Vielleicht Wasser verbindet sich da. Du kannst, da gibt es viele verschiedene Stein. Möglichkeiten. Mhm. Darf ich reden gerne. Oder möchtest du noch weiter? Nein, ich suche immer einfach. Ne? Okay, das ist erstmal ganz wichtig, dass man halt das in diese Ecke stellt, was man persönlich mit diesem Begriff Reichtum verbindet. Das kann eben etwas, wie Julia schon gesagt hat, etwas Materielles sein. Das kann ein Schmuckstück sein. Das kann auch ein Geld sein, eine Münze. Es kann auch ein Flugzeug sein, ja, das kann dass ja, ihr ja. sagt, ich möchte in der ersten Klasse verreisen. Ja. Ja, ich will nicht Business fliegen, sondern ich will in der ersten Klasse fliegen. Das war zum Beispiel das, was ich mitgebracht habe, was leider zu Bruch ging. Ein Plastikbecher, den ich beim letzten Flug von Hamburg nach München, wo ich auf Geschäftsreise war, mitgebracht habe und wo ich das richtig genüsslich mit einem Sekt getrunken habe, bei bester Aussicht, wo ich mir gedacht habe, das nächste Mal, wenn du fliegst, fliegst du eben in einem tollen Flugzeug, was dich vielleicht wohin bringt, wo du ein größeres Seminar machst, zum Beispiel. Ja, deshalb stand dieses bis heute, ich muss mir jetzt was anderes einfallen lassen, weil ich durch den Transport ist dieses Becherchen, was ja nur aus Plastik ist, aber was mich an diesen wunderschönen Flug erinnert hat, auch an die Menschengespräche, die mit mir, neben mir saßen, herrlich. Und das wird zum Beispiel als spirituelles Feng Shui immer belebt. Immer das eigene, was ein individuell erinnert. Entschuldigung, Carsten. Macht nichts. So, jetzt bin ich noch mal ein bisschen stiller, bis ich dann wieder komme mit Beispielen. So. Wir waren bei der Reichtumsecke, was das mit, ob das Wasser das belebt oder. Man kann verschiedene Dinge da hernehmen. Das hängt natürlich auch ein bisschen mit dem zusammen, welches Element jetzt das Zimmer hat oder in welcher Ecke ist, welche Kraft die hat. Man kann das verstärken, zum Beispiel mit, wenn man jetzt zum Beispiel ein Wasserelement mit einbaut, entweder man kann einen Brunnen quasi in die Mitte platzieren und das drumherum machen. Das wird das Ganze verstärken. Das kommt dann darauf an, wie der Brunnen sprudelt. Je mehr Sauerstoff er nach oben bringt, desto aktiver wird das, weil es halt eben diese negativ ionisierte Energie ist, die halt eben einfach wichtig ist. Und je mehr halt eben diese, wenn man sich an einen Wasserfall erinnert, ja, wenn wer schon mal von euch oder von Ihnen einen Wasserfall gesehen hat, mit welcher Kraft der sprudelt und diese Aura, die dort herrscht, einfach dieses, wir sagen, es ist negativ ionisiert, ja, diese Aufladung, diese negativ ionisierte Auflage. Ist aber nicht negativ, sondern es ist einfach gedacht, weil die Teilchen fließen. Es ist einfach von der Polung her. Von der Physik her. Wird jetzt auch übrigens in der Therapie angewendet, sind die jetzt mittlerweile schon draufgekommen, dass sie da asthmaerkrankte Menschen mit therapieren, mit diesem Wasserduft oder mit diesem Nebel. Das kann man entweder eben halt in Live-Form hinstellen und wer sich keinen Brunnen hinstellen möchte, der könnte sich zum Beispiel auch ein Bild eines Wasserfalles hinbringen, was zwar nicht ganz die Kraft hat, aber durchaus auch hilft, ne, hilfreich ist. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit, um das zu beleben. Man kann es auch mit Licht beleben, indem man die Ecke gut ausleuchtet. Das ist alles möglich. Man muss da immer auf die individuellen Bedürfnisse und Erlebnisse des Menschen eingehen, was dieser oder diese damit verbindet. Das ist halt ganz wichtig. Und dann hat das auch Kraft. Und dann gibt es, wie gesagt, dadurch, dass man halt eben in Gedanken in diese Ecke geht und sich da jetzt mit beschäftigt, wird Wasser. Das belebt. Kannst du das mal gucken? Das habe ich zum Beispiel gefunden. Das ist zum Beispiel von mir. Die Seenplatte, ja. Ja, wo wir leben. Wir leben in diesem Gebiet. Ja, das ist eine um den Chiemsee herum noch weitere Seen, sehr viele Seen. Wer zu uns kommen will, kann also ganz toll hier
wie ihr seht, tatsächlich wandern durch Wald und kleinere Urlaub Seen. Machen, ja. Und das habe ich zum Beispiel eben in der Ecke, ja, das ist die Frage. Hat man jetzt ein stilles Wasser? Hat man ein fließendes Wasser? Hat man ein sprudelndes Wasser? Wo platziere ich das Wasser? Das sind alles Dinge, die man ganz genau anschauen muss und dann immer individuell auf die Person oder auf das, was sie mit diesem Element halt erreichen möchte, abstimmen muss. Das ist wichtig. Es ist immer ganz individuell. Was für den einen gut ist, muss für den anderen noch lange nicht gut sein. Ja gut, ich sage, das ist jetzt mein Bild, wo ich sage, das habe ich an einem ganz gewissen Ort stehen, weil ich eben gerne die Segelboote habe, weil ich die Fraueninsel gerne habe, weil ich den Herrn Chiemsee gerne habe, weil ich die Berge im Hintergrund habe, weil das ist auch, weißt du, eine schöne Föhnaufnahme von den Alpen dahinter. Und das ist halt für mich, wo ich mich wohlfühle, was ich eben in, das habe ich in, zum Beispiel in meiner Rechnungsecke mit für dich drin, persönlich, ganz drin persönlich, stehen. Ganz ja? persönlich das deine. Das habe ich nochmal so mitgenommen, als Kleinigkeit da drin. Ilona schreibt, ich hätte gern einen Wasserfall. Ja, Ilona, da muss man halt schauen, wo man den platziert. Er macht sich manchmal, wie gesagt, es gibt da keine allgemeine Regel, im Eingangsbereich sehr gut, weil er halt eben einfach diese frische Energie in die Wohnung oder in den Eingangsbereich hineinbringt. Und dann muss man halt geschickt schauen, dass man sie halt eben durch die Wohnung lenkt. Ja, und vor allem auch den Wasserfall in die richtige Richtung lenkt. Ja, er darf natürlich nicht beängstigend sein, dass er dich wieder rausbringt. Es ist auch richtig, dass er die richtige Proportion hat, weil du kannst nicht in eine Mini-Wohnung einen riesen Poster von einem Wasserfall mit mehreren Quadratmetern Größe reinmachen. Das könnte dann eventuell erdrückend wirken. Also es ist immer die richtige Proportion, die richtige Dosis bei allem, was man tut, wichtig. Wie auch in der Medizin. Das richtige Präparat oder was auch immer in der richtigen Dosis zur richtigen Zeit kann dann eben einfach heilend sein. Und so ist das halt im Feng Shui auch, dass man das halt eben genau aufeinander abstimmt. So, Julia, du. Ja, ich sag dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ich bin da eben nicht ganz so bewandert. Ja, ich will dieses Farbbild reinleuchten lassen. Dass verschiedene Farben, die wir an die Wände tun, ja, wie sieht dein Wohnzimmer aus, welche Farbe hat es, wie sieht dein Gang aus, ja, beim Carsten zum Beispiel, wir haben hier in seiner Praxis dieses Farben-Feng Shui meditiert wieder, ja, also spirituell unserer Intuition bedient, sodass wir uns in diese Wohnung, wie wir also sie gefunden haben, das war ja nicht ganz so toll, wie wir sie vorgefunden haben, und dann wirklich daran gegangen sind, welche Farben denn die Schwingung von dieser Wohnung kräftigen und auch sein Arbeitsfeld und auch die Menschen, die Carsten besuchen, die also dort eine Akupunktur bekommen oder die deine Therapie halt in Anspruch nehmen. Ja. Und das ist, was man nicht jetzt bei der Übertragung sieht. Wir wundern uns auch immer. Leider kommt schöne Grün, was wir halt eben gewählt haben für den Raum hier. Ist hier ganz hell. Kommt nicht so gut durch die Kamera rüber. Das ist also weil es nicht ausgeleuchtet ist. Ja, das ist also ein ganz helles, zartes Lindengrün, könnte man fast sagen. Richtig toll, frisch und hell ist das. Was einfach die Grünkraft, die Viriditas, so wie sie die Hildegard von Bingen nennt. Das heißt also diese belebende grüne Kraft auch des Chlorophylls, wenn man dann wieder die Verbindung herholt, was das Chlorophyll bedeutet. Könnte man allein schon einen ganzen Abend über die Grünkraft, über das Chlorophyll, ist die Blut, dem Hämoglobin sehr ähnlich. Über Photosynthese und so weiter, auch die Verbindung des Chlorophyll-Moleküls mit dem Hämoglobin-Chloro-Molekül und das so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel jetzt die Fortsetzung des Grünes beim Carsten in der Praxis, was draußen für Bäume stehen. Genau. Und das war damals die Intuition, also die Medialität, die bei mir gesprochen hat. Streich hier ein ganz helles Lind, ein ganz wunderschönes Grün, weil es dann die Heilung verstärkt. Ja? Und dann, wenn man jetzt bei Carsten in der Praxis sich weiter bewegt, der Eingangsbereich ist zitronenhellgelb. Und dann der nächste Raum vom einen. Das verkörpert die Energie der Sonne. Dass es eben die Kraft in dem Raum hält. Und weiter geht dann, das haben wir alles in der Medialität ermittelt, geht es dann weiter in einen lilanen Bereich. Sehr gewagt, toll sieht es aus. Wo das man ist mehr so einen Farbton, wie man könnte es mit Waldbeere beschreiben. Ja? Oder so würde ich das mal sagen. Also kräftiger Ton. Ja, sehr kräftiger. Ja.
und gibt wirklich den Menschen, die sagen das, ohne dass wir jetzt sagen, wie ist das, wie fühlt ihr das, sondern die sagen, wow. Mhm. Die sagen, das kriegt das, und da ist der Wartebereich, das gibt Kraft, das gibt ist natürlich noch Ideen. Belebt mit einem goldenen Bild. Es fehlt noch ein Brunnen, den habe ich jetzt noch nicht so aufgebaut, aber der ist schon, der ist schon fertig, der kommt dann noch dahin. Was noch anzufügen ist, liebe Julia, das Zimmer, das mit dem Grün, weil es hat auch die Aufgabe, das Grün der Bäume, nämlich der Linden, die vor... Habe ich ja gerade gesagt. Ja, ja, aber das ist hineinziehen. Das ist hereinholt. Das ist, ne, nicht nur der Spiegel, ja, der also klassisch gesagt ist, wenn man einen Spiegel irgendwo anbringt, dann holt es das sondern von auch außen die Farbe rein, zieht an. Sondern die Farbe zieht an. Und das ist das Tolle, dass in der spirituellen, im spirituellen Feng Shui alles erklärt wird. Warum verwendest du den Stein? Warum verwendest du die Kerze? Warum verwendest du, wenn du willst, auch einen geschliffenen Kristall? Oder auch okay. Mhm. Ja, ist auch okay. Wir haben ja alles hier. Ja, oder warum ist es nur so etwas? Oder warum ist es zum Beispiel ganz heiß? Stück Baumrinde. Eine Baumrinde, Holz. Was bedeutet das? Wohin geht das? Ja? Das ist auch wieder nur ein Stück Erinnerung aus dem Waldspaziergang mit einem fetzigen Witz verbunden, mit einer fetzigen Kraft des Lachens. Und das hole ich mir auch an die speziellen Stellen, die ich kräftigen will. Genauso funktioniert das. Das ist spirituelles Feng Shui. Und zum Beispiel, das ist also ein ganz toller Stein. Wenn du den mal fest, weil ich habe die Kraft nicht, der ist schwer. Ja, schaut, ich werde ihn jetzt mal von allen Seiten. Ich wollte jetzt gerade noch was ganz Wichtiges sagen. Ja, bitte. Es ist mir wieder entfahren. Oh, was hast du denn gerade als letztes gesagt? Der Stein, den du gefunden hast? Nein, das Holzrinde mit dem fetzigen Witz hat alles eine Bedeutung für mich persönlich und deshalb richte ich meine Räume persönlich aus. Und die Menschen, die wir dazu komme ich gleich, die Menschen, die wir mit spirituellem Feng Shui hier beraten. Genau, jetzt fügen wir das nochmal ein. Dann könnt ihr euch durchklicken und auch anfangen. Die Seite ist, muss ich jetzt dabei fügen, erst nächste Woche 100%ig fertig. Jetzt ist sie erst zu 95% fertig, aber ihr könnt schon mal vorbeischauen. Internationales Intuitionsinstitut.com. So, da findet ihr auch immer Filmbeiträge, wir stocken das neu auf. Und wird gepflegt, die Seite, ja. Darüber könnt ihr in Verbindung treten und ja, wir schaffen einige Möglichkeiten, um einfach es interessant mit auch verschiedenen Dozenten dann zu bestücken. Der Stein. Als mein Sohn in den Kindergarten ging, habe ich draußen gewartet auf ihn. Es war richtig in der Natur gelegen und ich habe gebeten darum, ich möchte für ihn einen Stein finden. Und ich habe so lange gesucht, ich habe keinen gefunden. Plötzlich sah ich dieses Stück herausschauen aus dem Boden und denke mir, naja, hebe ich den auf. Ja, ich habe den Impuls, ich hebe ein. Dann habe ich den nicht rausgekriegt. Mein Gott, war der versunken. Und wenn man diesen Stein anschaut, er sieht aus wie ein Huf, ein versteinertes Huf von einem Tier. Ja, dort, wo die Schule war, haben viele Kühe immer geweidet bis zu dem heutigen Zeitpunkt. Ja, das war also ein Gebiet, wo Kühe sich aufgehalten haben, wo Pferde sich aufgehalten haben. Und wenn man, ich weiß nicht, ob die Kamera es ablichten kann, ihr müsst mich halt besuchen kommen, dann könnt ihr den Stein bewundern. Der hat sich verkristallt. Das ist also ein quarzähnliches Gestein. Es hat sich versteinert. Und man sieht also hier Quarz. Ja, also das ist alles richtig Quarz, sehr schwer. Und wenn man mal guckt, das ist fast wie ein richtiges Tierhuf. Mhm. Tja, und dann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, das ist ja ein Huf. Hier sieht man sogar noch die Rinne, hier die Rinne vom Huf, ja, von diesem Tier, die haben ja so eine Rinne. Die Paarhufer, ja. Ja. Mhm. Was bedeutet das für meinen Sohn? Ja, der war ja damals noch klein. Und ich habe darum gebeten, einen Stein zu finden, einen ganz persönlichen. Der Huf heißt einfach, du gehst ganz sicher deinen Weg. Du gehst ihn, du hinterlässt auch Abdrücke, ja, wo du gehst. Du lernst, du dein Wissen gibst du weiter. Das hat mit Gehen zu tun, das hat mit Sehen zu tun, mit Erkunden zu tun. Es ist ganz fantastisch. Und diesen Stein lege ich natürlich in die Kinderecke. Ist doch völlig logisch. Ne? Ja.
Und so wird jeder von euch, wie Julia das jetzt so wunderschön erzählt hat. Die Wissensecke zum Beispiel, Entschuldigung, Carsten, habe ich mit einem Minispiegel versehen, die Wissensecke, sodass sich die Wissensecke mit dem Hof verbindet. Dass das miteinander spricht. Und das ist das, wo ich sagte vorher, die Wände kommunizieren miteinander. Und das wird bei uns hergestellt, dass die verschiedenen Wände untereinander in Verbindung, in Bezug stehen. Mit ganz Kleinigkeiten oder mit Großigkeiten. Da gibt es auch Techniken, die man halt eben auch schon beim Malern anwenden kann. Ja, oh ja, oh ja. Wenn man das, oh, oui, oh. Wenn man das schon, bevor man das, das ist toll, bevor man das die Wand streicht, kann man diese Wand imprägnieren. Die Julia hat ja gesagt, dass die, wenn man jetzt in eine neue Wohnung einzieht, sie schwingt, sie hat all das aufgesogen, was über die Jahre an Schwingungen, an Emotionen auch dort abgelassen wurde, ist gespeichert, stellt dann einfach diese Grundschwingung dieser Behausung, dieser Wohnung dar. Man gibt verschiedene Reinigungsrituale. Im Klassischen wird es teilweise mit Räucherungen gemacht, finde ich jetzt nicht so charmant. Man kann es auch mit Duftölen machen oder man kann es auch mit Salz machen. Und man kann es auch mit dem spezifischen homöopathischen Medikament machen, dass man in Wasser löst und auf die Wand aufträgt. Genau, das kann nur sein, wenn es eben das individuelle Simili-Mittel ist von demjenigen, der die Wand, die Räume bewohnt. Das muss halt eben in dem Fall, das wird von uns rausgearbeitet und wird individuell auf diese Person abgestimmt. Oder was man eben halt auch machen kann, wenn man diesen Reinigungsprozess dann vollzogen hat, sagen wir mal, die Wohnung ist jetzt neutral, ist weitestgehend, ist gereinigt und man beginnt jetzt die Wand zu imprägnieren. Das Erste, was man tun kann, man kann nämlich mit einem zarten Pinsel in der Farbe, mit der man die Wand streichen möchte, ein Wort dorthin schreiben. Ein Wort, was man quasi damit verbindet. Aber ich möchte jetzt nicht zu sehr nicht so alles vorgreifen und auch nicht alles verraten, weil es muss auch individuell, das ist immer der Schlüssel, man kann da nicht hergehen und sicherlich, wenn man das starke Bedürfnis hat, da irgendwas hinzuschreiben, kann man das schon tun, aber es ist natürlich dann nicht ganz so wirksam, wie als wenn es individuell ermittelt wird, so wie wir das tun. Ne? Das muss man immer anfügen. Und was auch wichtig ist, dass die Menschen das mit uns auch tun und dann pflegen. Das heißt, die verschiedenen Einrichtungsgegenstände, übrigens können das auch gerne teure sein, das können auch ganz teure sein, kann Marmorboden sein, kann alles weiß was ich, ist alles möglich. Ich sage halt jetzt nur, weil viele sagen, ja, ich kann mir das oder das, jenes kann ich noch nicht. Ne? Ich wollte deshalb mit ganz einfachen Mitteln, die jeder hat, ein Marmeladeglas hat jeder, eigene Steine, die im Wald zu finden sind oder am Fluss oder am Meer oder wo du wohnst, alles das eigene Dinge schmücken selbst das, was man selbst liebt. Und wenn man dann sich noch bemüht, seine Gedanken zu sortieren, ordnen, die Ziele, was will ich im Leben erreichen, das passiert mit dem spirituellen Feng Shui eben auch. Dass man dann auch wunderschöne Vision Boards machen. Dass ich eben diese Wunschtafeln mit einsetze, den Beruf mit einflechte. Was willst du erreichen? Was ist dein Traum? Was ist deine Vision? Was willst du überhaupt haben in deinem Leben? Was willst du gerne erreichen? Ob das dann natürlich auch zu dir passt, ist wieder ein anderes Thema. Das hatten wir schon in der Sendung der Wünsche besprochen. Ja, individuell bearbeitet werden. Wenn ihr da dann nochmal hinklicken wollt. Ja, und das ist eben das, was wir euch genannt haben, spirituelles Feng Shui. Ich glaube, jetzt haben ein paar Leute sich getraut, reinzuschreiben. Die Luna hat nochmal reingeschrieben, die hat den Wasserfall im Flur hängen und kann ihn vom Wohnzimmer aus sehen. Sehr gut. Und dann hat die Luna noch gesagt, sie sammelt auf ihren Spaziergängen Federn, was natürlich auch sehr schön ist. Ne? Federn hat wieder was mit Indianer zu tun. Das heißt, also der Indianer schmückt sich mit Federn. Ja, das heißt, das ist vielleicht wieder ein Hinweis deiner Freude, deiner kulturellen Ausflüge, sage ich es jetzt mal dezent, ja, und gibt wieder einen Hinweis hin zu sagen, vielleicht schaust du die Wohnung dir nochmal an, wo du vielleicht aus dieser Zeit Kraftsymbole aufstellst, wenn sie eine Kraftzeit waren. Das ist wieder die Voraussetzung und das ist eben halt auch wieder das, was individuell ermittelt werden sollte, um dann einfach dieses Feintuning auch zu vollziehen. Was ist denn jetzt mit solchen Kugeln, Carsten? Wir haben noch 3 Minuten. Ist es sinnvoll, dass man die hinhängt oder stellt? Könnte ich jetzt noch wieder einen ganzen Abend drüber referieren. In dem Fall
Man nimmt dann, wenn man jetzt, sagen wir mal, reflektieren möchte. Na, diesen Stein nicht, den darf ich dir gar nicht geben, weil da steht was drauf. Ich wusste nicht, dass der beschrieben Entschuldigung. Ist. Das habe ich gerade entdeckt. Was ich noch zu bieten habe, ist zum Beispiel so ein Herzchen. Das haben die Leute auch immer lieb. Ja, das kann auch. Man kann solche Elemente auch benutzen, um Energien zu lenken. Weil wenn da jetzt quasi das Sonnenlicht rein fällt, dann macht das wunderschöne Farben im ganzen Zimmer. Man kann es auch benutzen, um Fensterenergien abzuschwächen, aber wie gesagt, das wäre wieder ein Abend, um über Fensterenergien zu referieren und wie man die, sagen wir mal, wenn sie jetzt etwas negativ aspektiert sind, wie man die ablocken kann oder, sagen wir mal, etwas abschwächen kann. Sind Spiegel denn generell richtig? Ganz kurz, das wollen viele Zuschauer wissen. Kannst du nicht sagen. Spiegel ist ein sehr diffiziles Thema. Es muss immer sehr genau ausgewählt werden, immer sehr genau bestimmt werden, wie groß, welche Farbe, ist er konvex, ist er konkav, wo setze ich ihn ein, was will ich damit, will ich etwas anziehen, will ich etwas reflektieren, wenn ich schlafe, sind generell im Schlafbereich Spiegel etwas problematisch, man sollte also tunlichst vermeiden, im Spiegelbereich zu schlafen oder zwischen zwei Spiegeln gerade zu schlafen, das ist alles, wie soll ich sagen, kontraproduktiv. So, ich blende das nochmal ein hier für euch. Wenn ihr Fragen habt, ja, traut euch bitte auf unsere Seite, besucht uns, gebt bitte auch positives Feedback ab, wenn ihr positives Feedback abgeben wollt, dass ihr bitte, wie nennt sich das, Karl? Es ist verlinkt mit Facebook oder auch mit Twitter oder YouTube, könnt ihr euch gerne auch, der Kanal ist jetzt noch nicht ganz fertig, der wird dann auch eingerichtet. Wie gesagt, es gibt mannigfaltige Möglichkeiten. Ich kann das jetzt auch nochmal umdrehen und dann zeige ich nochmal unsere E-Mail ganz deutlich, wenn ihr uns mailen wollt. eu.institut.sonne@googlemail.com. Da gibt es dann auch einen Shop, wenn ihr wollt, dass ihr von uns auf der Homepage, auf der Seite gibt es einen Shop. Ja, Dateien zum Herunterladen, wie ihr meditieren könnt, wie ihr zur Intuition kommt. Es wird eine Akademie geben, die ihr online machen könnt. Also viele interessante Sachen werdet ihr dort sehen. Wir laden auch manche Sendungen hoch, die interessant sind. Ja. Und wie gesagt, es stehen ja dann auch irgendwann mal Kochsendungen an. Ne? Ja, da werden wir spirituell kochen. So, meine Lieben, das Wort geben wir wieder Tiet zurück. Ja, und danken euch dafür, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Wir hoffen, dass ihr etwas mitnehmen konntet, dass wir euer Leben etwas bereichert haben können. Ja. Das hat uns jedenfalls Freude gemacht. Und ja, schaut bei uns bitte herein. Vorbei. Und was eben schön ist, dass ihr einen Kommentar hinterlasst, ob es euch gefallen hat. Ja, das wäre schön. So, dann wünsche ich euch einen schönen Abend noch. Ja, auch von mir einen schönen Abend. Von Carsten und von Julia. Tschüss. Tschüss aus Brien am Chiemsee. So, jetzt müssen wir nochmal.